Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar hatte ich doch heute Nachmittag bei Instagram, Facebook und auch Twitter gefragt, grün, blau oder lila. Und ihr hattet keine Ahnung, worum es geht. Ich sagte nur, heute Abend werdet ihr das Ergebnis sehen. Und ich musste mich ziemlich beeilen mit dem ganzen Drehen und Schneiden. Aber es hat doch noch geklappt, wohl oder übel. Und zwar möchte ich jetzt jedes Wochenende, weil ich finde, Start ins Wochenende ist der Freitag und die meisten von uns werden mit Sicherheit feiern gehen, Cocktails schlürfen, an Geburtstage gehen oder andere Abendveranstaltungen besuchen oder einfach sich nur mit Freunden treffen. Und ich möchte gerne immer ein Haar- und Make-up-Tutorial für euch drehen. Und damit ihr auch was zu entscheiden habt, sucht ihr immer die Farben aus oder weiteres, was ich euch dann immer frage über die ganzen Seiten. Und nun viel Spaß! Ja, ich verwende hier wieder meine Lieblingsfoundation zurzeit. Das ist die von Revival de Loop, die 01 und Naturelle oder Natural, wie auch immer. Ich finde, von der Deckkraft her ist die super und vor allem lässt sie sich wirklich sehr, sehr gut in die Haut einarbeiten. Und gerade wenn ich ein Make-up tragen möchte, was länger hält, finde ich, ist das super geeignet. Und es kostet halt unter 2 € und von daher finde ich das wirklich super. Jetzt verwende ich den Concealer und auch gleichzeitig Eyeshadow Base von Benefit. Ich weiß nicht warum, bei mir fangen immer die Augen von dem Concealer an zu tränen, aber das hält immer nur ein paar Sekunden an und dann geht's. Aber der ist halt wirklich sehr stark von der Deckung und vor allem auch von der Haltbarkeit. Und deswegen habe ich mich diesen Abend für den hier entschieden. Aber ja. Mein Kiko-Concealer ist trotzdem mein Liebling, aber für so einen Armut muss es wirklich lange halten, gerade in der Partynacht. Und da fand ich den sehr schön mal zu verwenden. Als nächstes mache ich wieder weiter mit meinen Augenbrauen. Da verwende ich einmal den Pinsel, der ist von DM, ich glaube, das ist die Eigenmarke Ebelin. Und benutze dazu mein Augenbrauen-Set von Bobbi Brown, was mir momentan sehr, sehr gut gefällt. Und ziehe mir mal die Äuglein oder die Bräulein nach. So, meine Haut- und Kindercreme darf natürlich nicht fehlen. Meine Lippen müssen vorbereitet werden auf den Superabend. Und deswegen werden die schön dick eingeschmiert. So, ich benutze wieder die NYX-Palette heute. Dort nehme ich mal ein Konturpuder. Habe mich für diesen braunstichigen entschieden. Ich finde das immer wenig besser als mein, der so extrem glitzert, weil ich halt auch viel auf den Augen nachher mit Glitzer arbeite. Und jetzt natürlich nochmal einmal loses Puder, um das Ganze zu setten und vor allem auch, weil mir ziemlich warm war, weil ich gedanced habe, schon zwischendurch mal alles wieder in den Griff zu kriegen. Jetzt verwende ich noch einen ganz zarten Pink-Rosa-Ton als Blush, so als frische Effekt und trage den auf meine Wangen auf. Und jetzt geht es eigentlich auch schon los. Ich verwende hier von Kiko, das sind diese Long-Lasting-Stifte in so einem lila Ton. Trage mir den einmal komplett auf das bewegliche Lid und ein bisschen über der Lidfalte auf, um das halt gleich ein bisschen zu verblenden, was mir dann halt so diesen lila stichige Base schon dann bietet. Der Pinsel ist auch von DM, habe ich den. Der kostet, lass mich lügen, irgendwie so um und bei, ich glaube, 1,50 € oder 2 €. Ich weiß es gar nicht genau, aber ich finde, der verarbeitet sehr gut so cremige Lidschatten. Und ich habe daher erst ein Auge gemacht, weil diese Long-Lasting-Stifte wirklich super schnell eintrocknen. Und ich hätte ein Problem, wenn ich beide Augen gleichzeitig machen würde und dann erst mich versuchen möchte ans Blenden. Dann habe ich nämlich richtig Probleme. Das gleiche machen wir auch am unteren Wimpernkranz einmal komplett, dass wir da den Kiko-Stift entlang ziehen bis vorne an.
Die Farbnummern und Produkte, das schreibe ich euch auf jeden Fall unten in die Infobox noch rein. Andere Seite natürlich genauso. Und das natürlich auch immer wieder kurz verblenden. So, jetzt nehme ich den Kiko-Stift nochmal, drück wesentlich mehr auf und zieh vom unteren Wimpernkranz dieses sogenannte V in die Lidfalte mit rein, um das dann jetzt schön einzuarbeiten und ganz zart zu verblenden. Das ziehe ich auch wirklich bis ganz nach vorne. So, als nächstes kommt meine Sleek-Palette, The Original. Dort verwende ich diesen lila Ton und den gebe ich auch auf das komplette bewegliche Lid. Und der hat so eine ganz, ganz feine, wirklich so, das ist kein Glitzer, aber so Schimmerpartikel drin. Und im Licht, das sieht so super aus. Also ich finde so oder so die Sleek-Paletten, ich liebe die und ich bin wirklich froh, dass ich mir die damals geholt habe. Und die gebe ich wirklich großzügig und doppelt dreifach drauf, weil die Farbe ist einfach super. Und das, was wir natürlich oben machen, mache ich auch wieder im unteren Wimpernkranz. Da verwende ich die gleiche lila Farbe auch nochmal über den Kiko-Stift drüber, dass das so ein bisschen intensiver wird. Und vor allem, dass es da natürlich auch schimmert. Das darf natürlich nicht fehlen. So, und zu guter Letzt nehme ich aus der Sleek-Palette diesen rosafarbenen Ton. Erst wollte ich ihn nur zum Verblenden nehmen, aber ich habe dann gesehen, dass das so super schön aussieht auf dem Lila. Habe es also auf beiden Augen total über das bewegliche Lid drüber gezogen. So, und jetzt kommen wir zum Highlight, sage ich mal, von diesem Amu. Ich verwende hier, das war aus einer LE, ein Pigment, das rosafarbene, packe es mir in die Tube hier, also in den Deckel. Und dann nehme ich dieses Fixiergel, dippe da rein und gebe das auch auf das, ich sag mal, das Dreiviertel vom beweglichen Lid, mehr so Richtung unteren Wimpernkranz. So, ihr seht jetzt schon im Licht, wie extrem das schon funkelt. Da hat meine Kamera leider aufgehört. Ich habe das auf beiden Seiten logischerweise gemacht. Und im inneren Innenwinkel, wie auch unter den Augenbrauen, benutze ich von P2 den Open Up Your Eyes, um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen und wacher erscheinen zu lassen. Und das verblende ich jetzt einfach komplett unter der Augenbraue, sowie auch im inneren Innenwinkel. Meine Kamera hat heute so oder so schon wieder super mega Stress gemacht. Sie wollte nicht so, wie ich will, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das erkennen könnt. Lippen habe ich benutzt von P2 den Rodeo Drive und von Kiko den Lipgloss. Und bevor ich jetzt die Essence Lashes auftrage, klimper ich mir kurz die Wimpern. Muss das jetzt schön lange antrocknen lassen natürlich. Und vor allem, ich mache wieder nur eine Seite, dass ihr besser den Vergleich habt. Also ich werde das rechte Auge, dort werde ich einmal die Wimper aufkleben. Da ist sie jetzt dran, da könnt ihr es sehr gut erkennen. Und vor allem habe ich sie auch einmal durchgeschnitten und nur an dem äußeren Winkel aufgetragen. Und über den P2-Stift bin ich auch nochmal. Genau, jetzt bin ich erstmal fett am Feiern. Juhu! Auf jeden Fall habe ich über den P2-Stift auch nochmal einmal den Highlighter von Guerlain verwendet. Und das ist es eigentlich schon gewesen zu dem Ausgeh-Make-up. Das Einzige, was fehlt, sind natürlich die Haare. Und ja, meine Speicherkarte war voll, deswegen konnte ich euch die Haare heute nicht mit aufnehmen. Das tut mir unendlich doll leid. Das ist auf jeden Fall das fertige Ergebnis. Jetzt freue ich mich, dass ich es endlich geschafft habe. Aber die Kamera hat es nicht mehr aufgenommen und das war irgendwie alles zu doof, das nochmal hinzukriegen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und wünsche euch heute einen ganz, ganz tollen Tag. Bis dann.